Jedes Jahr veröffentlicht das traditionsreiche Unternehmen Lamberts einen Kalender mit hochklassigen Fotos bekannter Persönlichkeiten. Dieses Jahr gaben sich die Models Dieter von Teese, Barbara Mayer und Petra Nemkova die Ehre und durften sich während der Produktion wie Göttinnen fühlen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, eine der Göttinnen im Lambert-Kalender darzustellen. Ich liebe die Marke und ich liebe Süßigkeiten. 30 Tage lang reiste die Crew der European Goddesses Tour 2014 durch 12 Länder, um die Göttinnen perfekt in Szene zu setzen. Ziel ist es, die einzigartige Schönheit Europas, seiner Landschaften und seiner Menschen zu präsentieren. Die teilweise extremen Bedingungen nahm das gesamte Team in Kauf, um die einzigartigen Bilder der schönsten Orte und Frauen Europas zu bekommen. Auch für den britischen Fotografen James Nader war das nicht alltäglich. Wir haben das dort oben auf dem flachen Plateau fotografiert, unter dem Wasserfall. Eine absolut beeindruckende Location. An historischen Orten wurden die Göttinnen entsprechend ihrer Bedeutung inszeniert. Als griechische Göttin Europa oder als Venus, der Göttin der Liebe. Eine Hommage an die weiblichen Gottheiten Europas, deren Sinnlichkeit Kunst und Poesie seit Jahrtausenden beeinflusst. Die mystischen Plätze, die man für das Shooting gewählt hat, tragen ihren Rest dazu bei. Es ist toll, Teil dieses Kalenders sein zu können und dabei meinen eigenen Style und meine Persönlichkeit behalten zu können. Es ist eine besondere Art kreativer Schönheit, die ich wirklich toll finde. Und ich versuche immer auch anderen Frauen zu vermitteln, dass sie ihre eigene Schönheit entwickeln sollen. Ich finde es großartig, dass Europa so einen großen Teil des Kalenders ausmacht. Europa wird gefeiert, die Einheit Europas und die vielen schönen Plätze, die wir hier haben. Zum 11. Mal ist so ein exklusiver Kalender entstanden, der für 2014 Kunst, Erotik und Mythologie vereint. Wer Geschmack daran gefunden hat, muss sich allerdings trotzdem eine eigene Göttin suchen. Denn wie jedes Jahr ist auch der Kalender 2014 auf 1000 Stück limitiert und leider nicht käuflich zu erwerben.